Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Dieses Mal wollen wir über Schaltungen von magnetisch nicht gekoppelten Spulen sprechen. Also wir haben verschiedene Spulen in unserem Kreis, die sind magnetisch nicht irgendwie verbunden, nicht irgendwie gekoppelt und wir verschalten die. Heute sprechen wir über die Serienschaltung. Also wie kann man einzelne Spulen zusammenfassen zu einer Gesamtinduktivität? Einfach ersetzen, ja, eine Ersatzinduktivität, so ähnlich wie wir es mit den Widerstanden gemacht haben, wie wir es mit den Kondensatoren gemacht haben in entsprechenden Videos, wollen wir uns heute die Spulen anschauen. Zunächst einmal die Serienschaltung, also wir haben drei Spulen in meinem Beispiel, L1, L2 und L3 hintereinander an einer Spannungsquelle angeschlossen, durch die rinnt der Strom, also natürlich der Strom I1 durch die Spule L1, die Spule I2, L2, I3 durch L3 und der Ströme entsprechend der Serienschaltung sind natürlich alle Ströme die gleichen. Also das ist schon mal eine Sache, die wir aufschreiben können, dass das I ist gleich I1 ist gleich I2 ist gleich I3. Hätten wir mehrere, ist gleich, gilt das bis In natürlich. Ja? Also die Ströme durch alle Elemente der Serienschaltung sind gleich. Passt. Ja. Dann gilt natürlich auch die Maschenregel, Kirchhoffsche Maschenregel. Wir haben ja keiner sich ändernden Magnetfelder irgendwie vorhanden. Das bedeutet, die Gesamtspannung U0 ist also gleich der Summe aller Spannungen. U1 plus U2 plus U3 plus bis UN. Ja. Wieder gleich erweitert für den allgemeinen Fall. Gut, und dann haben wir nur die Verknüpfung an den Widerständen, an den Spulen, die nehmen wir jetzt einmal als Ideal an. Das heißt, die Spannung an den Spulen, das U1 zum Beispiel, ist gleich, wir haben da das L1, mal der Stromänderung Delta I1, dividiert durch die Zeit, in der dieses stattfindet. Das ist aber natürlich L1 mal, und jetzt weil I1 und das alles gleiche ist, ist die Änderung des Stromes dividiert durch die Zeit, in der das stattfindet. Mache ich den Infinitesimalübergang, also lasse ich dieses Delta wieder so klein werden, dass es eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist, aber gerade doch noch, dann schreibe das so, di noch dd, dann ist das eben die Änderungsrate des Stromes. Das hatten wir ja schon mal. Entsprechend ist U2 natürlich dann L2 mal di noch dd. U3 wäre dann natürlich L3 mal die I nach dt. Ja, und so weiter, bis wir schließlich bei UN sind. Das wäre dann natürlich das Ente L. Ja, und noch immer der gleiche Strom, weil es ja noch immer eine Serienschaltung ist. Und zwar die Änderungsrate des Stromes. Das setzen wir jetzt da ein. Ja. Das heißt, ich habe da praktisch stehen, U0 ist gleich, und jetzt L1 mal di noch dt plus L2 mal plus L3 mal plus Ln mal. Und da habe ich immer die I nach dt stehen. Und das kann ich jetzt herausheben. Okay? Das kann ich jetzt herausheben, das ist die I nach dt. Gott sei Dank, jetzt ist es eh schon ein bisschen viel zum Schreiben. Das ist also L1 plus L2 plus L3 plus Ln mal, und jetzt schreibe ich es noch einmal, die I nach dt. Habe ich das herausgehoben. Und jetzt ist das hier praktisch
L. Die Ersatzinduktivität. Das ist also L mal dI noch dt. Ersetze ich diese ganzen Spulen, ja, in dem gezeichneten Beispiel 3, aber hier kann man locker erweitern bis auf n Spulen, also eine undefinierte Anzahl, durch ein L. Ja, so. Da ist das L. Ja. Da ist der I. Und da ist weiterhin der U0. Dann ist hier natürlich auch U0. Ne? Ja. Dann ist ersetzt, kann man eben diese Induktivitäten hier setzen mit L ist gleich L1 plus L2 plus L3 plus Ln. So viel wie es halt sind. Ja. Also verhalten sich Spulen, die Induktivitäten verhalten sich also so wie Widerstände. Bei den Widerständen haben wir das ja auch herausbekommen, ja, dass die Widerstände die Summe der Einzelwiderstände ist, der Ersatzwiderstand. Und so ist es auch hier. Die Ersatzinduktivität ist die Summe der Einzelinduktivitäten. Ja. Aber wichtig, nicht gekoppelt. Ja. Magnetisch nicht gekoppelt. Wenn man sie die gegenseitig beeinflussen, ist anders. Ja. So, das ist also das Hereinschalten von Spulen. Zweite Schaltung, Parallelschaltung machen wir nächstes Video. Okay? Nächstes Video, Parallelschaltung von magnetisch nicht gekoppelten Spulen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.